So, dann schnacken wir nicht lange und gehen rein in den GTA 6 Trailer. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den noch nicht gesehen. Ich wurde viel damit zugespammt, aber ich habe noch nicht reingeguckt. So. Bin mal gespannt. Ich gebe dem Ganzen jetzt schon ein Like. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Also wir spielen schon mal eine Frau als Charakter. Okay, krass. Aber das Wasser sieht ja echt doll aus. Oh, guck mal, der Greenscreen. Das flaggert schon wieder wegen dem Grün. Ja, ich muss echt eine Softbox haben. Aber das Wasser sieht schon geil aus. Und die Boote da. Kann man die fahren? Die kleinen bestimmt, aber diese großen Boote? Das wäre schon echt fett. Boah, das sieht geil aus. Alter, die Skyline. Das ist ja krass. Also die Grafik. Und auch so hell. Geil. Ah, guck mal, da sind die Autos wieder. Aber das sind nicht die richtigen, oder? Oder sind das die richtigen hier? Also die richtigen Automarken. Das sieht aus wie dieses Ferrari. Wie dieses Pferd, ne? Von Ferrari. Oder? So sieht man nicht mehr. Vice. Wegen Vice City oder warum? Sieht schon echt geil aus. Hä? Ist das so mit Instagram und so? Oder was ist das? Warte mal. Ja, geil. Hä, mit Krokodil? Warte mal. Also ist das nur ein Filmausschnitt oder ist das... Gibt's da neue Tiere? Das wäre ja doll, wenn da wirklich so... Wenn es wilde Tiere geben würde. Oder hier wie so ein... Wie dieser eine Tierfänger, der dann quasi aus Versehen die Tiere freilässt und so. Das wäre schon geil, aber das ist... Natürlich glaube ich nicht dran, dass es so heftig dann auch wird. Also so mit den Tieren und so. Ich glaube schon, dass es mehr Tiere gibt, weil wir haben ja von Vögeln und so gesehen. Weil nicht, dass ein Krokodil rumläuft. Wäre irgendwie komisch, oder? Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. Die beiden sind auch. Ah, okay, die sind auch. Die beiden sind dann auch Hauptcharaktere. Das ist ja geil. Ey, ich hab Bock drauf, ey. 2025, nein. Ich hab gedacht 2024. Alter, da müssen wir noch lange warten. Ja, egal. Bis dahin muss ich meine Grafikkarte aufrüsten. Das schafft ja mein PC gar nicht mehr. So geil, wie das aussah. Geil. Geil. Also ich freue mich drauf. Die ersten Eindrücke, also die Grafik mega geil. Und die Optik einfach, dass es einfach heller ist. Also so nicht so trist. Das bockt schon. Also sieht schon geil aus. Wenn du dann noch überlegst, dass die GTA Online vielleicht sogar noch ein bisschen aufbessern und mit GTA RP zusammen, das wird so geil. Also dann mache ich auch safe wieder GTA RP Videos. Also ich hab Bock drauf, ey. 2025 ist natürlich ein bisschen... Ja. Aber ich will dieses eine Mal nochmal sehen hier. Am Strand, das sieht natürlich fett aus, ne? Und, ja, und das auch, ne? Mit den Tieren und so. Also... Ja gut, Rockstar Games ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie die Videos doll bearbeiten, weil der letzte GTA 5 Trailer, der sah auch so ähnlich aus wie das Spiel. Ja, muss man gucken. Ein, zwei Trailer werden ja noch kommen. Krass. Ja, sind wir auf alle Fälle alle, denke ich mal, gespannt. Ne? Haben ja auch lange genug gewartet. Weiß nicht wie viele Jahre, aber 2013, glaube ich, kam GTA 5 raus. Also lang genug. Gut. Dann
würde ich sagen, ich freue mich so drauf, ey, das wird so geil. Haut rein. Mal ein kurzer Ausschnitt.